Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mit der lieben Anja getauscht und das möchte ich mit euch teilen. Da war einmal so ein schönes Kärtchen drin. Ich habe schon gelesen, was dahinter steht. Dann gehe ich auch gleich weiter zu den Düften. Einmal von der Sensi, von den Rainbows Collection. Den Duft Green. Das ist wirklich, wie der Name es schon sagt, eine grüne Apfeldufter. Ist auch, für mich ist da auch so frisch gemähtes Gras im Hintergrund mit Apfel. Dann einmal den Duft Yellow. Oh, habe nicht gezeigt. Volle Bar. Und hier sind 6 Stücke noch drin und der Yellow ist ganz voll. Das ist für mich eine leicht süße Zitronenduft. Mal schauen, wie er sich warm macht. Dann einmal Blueberry Burst, auch ein ganzes Bar. Ist für mich ein schöner Blaubeerduft, ehrlich gesagt. Im Hintergrund habe ich einen leichten Kuchenduft. Dann Sun Repaint Berry von Sensi, auch ein volles Bar. Also ganz, ganz großzügig von der lieben Anja. Vielen lieben Dank. Oh, eine sehr schöne bärige Duft. Im Hintergrund kommt mir jetzt kalt ein blumiger Duft entgegen, aber die bärige auch. Erdbeerkirschig ein bisschen, ein sehr schöner Sommerduft. Dann Blueberry Cheesecake, auch ein ganz volles Bar. Diesen Duft kenne ich, ich mag diesen Duft sehr. Blueberry im Hintergrund dieses Cheesecake, aber Blueberry, also Blaubeere, ist schon sehr, sehr dominant, aber im Hintergrund rieche ich auch diesen Cheesecake. Dann Johnny Applist. Auch ein sehr volles Bar. Ja, das ist für mich auch, das ist für mich eher ein leicht süßlicher Apfelduft. Eher diese roten Äpfel, so ganz fruchtig und süßlich. Dann das letzte Bar, Coconut for Coconuts, auch ganz voll. Diesen Duft kenne ich auch und ich liebe ihn. Das riecht wirklich ganz schön nach Kokosnuss und ich liebe sie wirklich. Vielen lieben Dank. Dann kommen wir auch zu den Pröbchen. Da nehme ich erst den Sommerdüfte-Tüte. Dann leere ich ihn einmal hier aus. Dann nehme ich einfach weg. Aloe Vera Kurkuma. So ein Stück. Na? Drücke ich den halt noch auf? Ja. Also man riecht wirklich den Aloe auch raus, auch den, die Gurke genauso. Ist für mich auch eine sehr schöne, entspannende Duft. Ja. Age of Adventure Mandalorian. Ich liebe diesen Duft. Ich kenne ihn, ich liebe ihn. Eine sehr schöne, fruchtig-florale Duft. Ich liebe sie.
Surf. Juni-Düfte. Den kenne ich noch nicht. So, mit der Smiley und Sternchen. Oh, ein sehr schöner frischer Duft. So, mit Sternchen. Und Smiley ist süß. Eine sehr schöne, frische, wässrige Duft. Gefällt mir sehr. Erinnert mich von Yankee Candle Moonlit Cove. Be Fabulous. So, Mini-Herzchen. Ist für mich ein leicht parfümiger Duft. Dann Sun-Kissed Citrus. Und Sun-Kissed Citrus. Also kleine Bärchen. Ist eine zitrische Duft, aber im Hintergrund rieche ich auch ein bisschen Orange. Luna. Luna kenne ich. Ist eine sehr schöne. Eine sehr schöne, parfümige Wäscheduft. Benutze ich auch immer wieder gerne. Ja. Nehme ich weiter. Sunburst Bamboo. So. In Herzen. Den Duft kenne ich allerdings auch. Ist für mich auch eine sehr schöne. Da riecht man wirklich diese Grüne von dem Bambus raus. Ist auch für mich wirklich ein sehr schöner, entspannender grüner Duft. Dessert Tropics. So kleine Küchlein, oder? Blümchen. Schauen die aus. So ein kleines Blümchen, zwei Stück. Ja, das ist einmal. Der riecht für mich wirklich nach tropischen Früchten. Ananas, Mango, Papaya. French Lavender. So kleine rechteckige Formen. Der riecht für mich, klar, der Name sagt sehr Lavendel, wirklich auch in frische Richtung. Kenne ich noch nicht. Dann haben wir Ruby Nectarine. Ja, das riecht Nektarine, aber nicht süßlich, eher so authentische Nektarine für meine Nase. My Darling Clementine. So ein Fische. Nee, oder? Ach, das muss ich euch sagen. Ist das ein Kuh? Ich tue es aus. Ich sag schon Fische. Das ist ein Kuh. Einmal den hier. Den habe ich von hinten, ups, als Fisch gesehen, aber das ist kein Fisch. So birnenförmig. Scheint ein sehr, sehr schöner Clementinenduft, leicht süßlich. Mag ich auch sehr. Go, go, Mango, den kenne ich auch. Auch so Herzchen und Smiley. Genau. Das ist für mich ein sehr schöner, Mango-Duft.
wo man frisch aufschneidet. Ganz, ganz leicht süßlich. Sommer Holiday. Auch Smiley und Sterne. Na, fokussiere. Egal. Ja, ist auch sehr schön floraler Duft für meine Nase. Make a Splash. Kenne ich auch, vier kleine Herzen. Make a Splash ist für mich so fruchtige, frische, wässrige Duft. Sehr, sehr schön. Bora Bora. Das ist für mich auch ein schöner Duft, aber ich weiß, die Komponenten kann ich euch jetzt nicht raussagen. Eher so blumig und fruchtig. Ich mag ihn aber sehr. Als nächstes nehme ich dann die Herbst-Winter-Tütchen. So. Pink Lemon Wetter. Auch so Herzchen und Blümchen. Pink Lemon. Das ist aber kein, ist das ein Winterduft? Oh, das ist eine blumige Duft, so leicht rosig. Leichte Limonade und frisch. Auch ein sehr schöner Duft, den kenne ich gar nicht. Jungle for you. For you. Grün in Herzen und ein Stern. Ja, da rieche ich so Tanne oder Fichte raus. Das ist ein Winterduft. Gefällt mir auch. Amazon Rain. Und so kleine Herzchen. Oh, ich finde diesen Duft auch sehr, sehr schön. Amazon Rain ist für mich auch leicht grüne und florale Duft. Gefällt mir auch sehr. Aber sehr schöne, wie man es nennen mag, Regenduft. Aber gefällt mir sehr. Fairy Tale Pumpkin. In so schöne Blau. So eine kleine Pyramidenform wieder. Den kenne ich auch. Schöner Herbstduft. So, der riecht so Pumpkin Spice mäßig. Auch gut. Stargazing. Eine sehr schöne parfümige Duft, den kenne ich auch. So ein Stern und zwei Herzen. Ups. Ja, das ist für mich ein sehr schöner parfümige Duft, eine feminine Parfümik für mich. Black Raspberry Vanilla in so eine schöne Lila. Da riecht man, also kalt riecht man hier die schwarze Himbeere schon dominanter. Und die Vanille ist wirklich kalt im Hintergrund, aber ich liebe fruchtige Düfte mit Vanille, also gefällt mir sehr. Und mein letztes Düftchen, Blue Sage Tonke oder Sage, auch in so ein schönes Grün, bei euch schaut es eher grau aus, aber ein sehr schönes Grün ist das. Eine schöne, interessante Duft. Die Tonka ist ja eher ein süßlicher Duft. Und die Blue Sage
Gibt auch eine leichte Frische, eine leicht frisch-süße Duft für meine Nase. Gefällt mir sehr. So, meine Lieben, und das war's auch schon mit meinem Tauschpaket mit der lieben Anja. Also mir hat es sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank, liebe Anja. Euch Lieben hat es hoffentlich auch Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video nochmal. Tschüss!